Was geht ab, Mann und Sie Fighter Hose hier? Und nun im Teambuild Guide zu unserem Boy Goku. Wir kommen ja gerade von Freezer, falls ihr das von Freezer nicht gesehen habt. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Am besten schaut ihr euch zuerst das an, denn von Freezer kommen wir hin und es ist quasi so eine Art Fortsetzung, so gesehen vom Kontext her. Wir werden nämlich das gleiche hier machen. Wir gucken uns unseren Boy Goku an, sein Leader-Skill, bauen ein Team um sein Leader-Skill herum, gucken ihn als an, als Sub-Leader, Ersatz-Leader und dann in seinen Kategorie-Teams, bauen quasi ein Team zusammen und tun das Ganze dann am Ende showcasen. Wie gesagt, schauen wir uns Goku erstmal selbst an. Er hat natürlich Gegenteil zu Freezer. Er gibt den Superclass-Verbündeten Key plus 3 auf HP-Attack und auf 120%, heißt jedem Hero. Passive und Ulti funktioniert an der Sinne an der Stelle ähnlich, in dem Sinne ähnlich. Und zwar wissen wir ja die Transformation auch genauso. Jede Runde, in der er reinkommt, tut er sich transformieren, Schluss machen bei Goku Blue. Im Endeffekt kommen wir dann quasi auf 120% Angriff, Damage Reduction von 25% und einmalig Key plus 12 und 100%ige Crit Chance. Also das mit Key plus 12 und 100% Crit ist einmalig. Alles andere hat er dann an der Stelle immer. Die Sache ist jetzt die, auf Blatt Papier war Goku genauso wie Freezer ein bisschen underwhelming. Aber in der Praxis, im Test, als ich den Dude testen konnte, muss ich wirklich selbst zu Freezer sagen, der Dude sollte man echt nicht unterschätzen. Im Durchschnitt kommt man bei ihm auch so auf Super Saiyan 3 Stufe. Darüber hinaus wird es natürlich eine totale Eskalation, je nach Event, wenn man darüber hinauskommt, auf Godku oder Goku Blue. Bei ihm ist die Sache, er hat auch sehr hohe Stats, Freunde. Wirklich sehr hohe Stats, genau wie Freezer. Und das macht Freezer und Goku aus. Und das ist so eine Sache quasi, wo auf Blatt Papier, wo ich gesagt habe, ja, könnte man vielleicht eventuell besser machen wegen Passive, aber muss mich auf jeden Fall korrigieren, denn in den Teams bzw. durch die Stats, was sie hier zutage legen, sind sie echt gut auf jeden Fall. Die Sache so bei Freezer oder im Gegenzug zu Goku ist, Freezer, habe ich ja gesagt im Video, hat wirklich sehr solide und gute Linksets in den Teams overall, in jede Stufe hinweg, in denen er vertreten ist. Bei Goku ist es ein bisschen anders. Da hat Freezer einen kleinen Vorteil, ansonsten würde ich die kleinen Karten selbst gleich schätzen. Mehr oder weniger sind sie auch gleich. Von dem Prinzip her, von Leader Skill her, von der Passive her, von der Transformation her. Nur Freezer gebe ich da einen kleinen Vorteil wegen seinen Linkskills, die wir besprochen haben im Video. Bei Goku ist es nämlich folgendes. Am Anfang hat er gute Linkskills. Vor allem, beziehungsweise ein Linkskill, was mir ein Dorn im Auge ist, ist All in the Family. Verteidigung plus 15%. Das haben nicht viele Charaktere. Da hat Freezer zum Beispiel, wenn ich das so nennen darf, als Gegenspieler Thirst for Conquest, gibt ihn auf den Angriff 15%. Und das haben sehr viele in seinen Teams. Bei Goku haben das nicht so viele. Ja, wir hatten jetzt zum Beispiel einen Spitzencharakter wie mit Ultimate Gohan eigentlich, der das haben sollte. Aber der ist halt nicht in den Kategorie-Teams vertreten von Goku. In sein eigenes Team, als wenn du ihn als Leader nimmst, natürlich. Aber das ist nicht so das Beste. Man hätte da vielleicht eventuell einen anderen Linkskill ihn geben können. Womit ich aber froh bin, ist auf jeden Fall Linkskill Experience Fighters. Gibt ihn 10%. Das hat zum einen in den Kategorie-Teams Super Saiyan 3 Bardock oder in sein eigenes Team L.A. Gogeta. Apropos L.A. Gogeta. L.A. Gogeta ist der beste Linking-Partner momentan für diesen Goku von Stufe 1 bis, also 1-2 auf jeden Fall. Darüber hinaus ändert sich leider vieles in seinem Linkskill, denn ab Super Saiyan 3 bekommt er Over in der Flash und Limit Breaking Form. Da fällt jetzt zwar All in the Family, also damit kann ich leben, aber das Wichtige, was er fällt, ist Prepared for Battle leider und bekommt Over in the Flash. Für eine Runde hat er quasi Over in the Flash, ist nicht allzu tragisch, aber es ist halt so eine Sache, er verliert quasi ab dem Zeitpunkt Prepared for Battle und Prepared for Battle haben viele Charaktere. Ab Godku bekommt er dann gute Linksets wieder hinzu, auch in Damage Output bekommt er Godly Power, Warrior Gods Shocking Speed bekommt er dann hinzu, Goku Blue genauso, aber ihr merkt es. Quasi wirklich ab den vorletzten beiden Stufen, also bei Godku und Goku Blue, sind die Linkskills echt gut. Bei Super Saiyan 3 Goku verliert er Prepared for Battle und das könnte echt wehtun, weil danach hat er kein Prepared for Battle mehr. Viele Charaktere, viele Saiyajins haben das. Bei Goku ist halt so eine Sache, da habe ich auf jeden Fall in der Praxis gemerkt, da muss man schon das Team um ihn herum bilden, wegen seinen Linkskills. Ich finde die Linkskills nicht schlecht drehen, aber sie sind nicht so konsistent, so wie bei Freezer. Bei Goku ist mir so aus den Testen, wie es man nennt, aus der Praxis aufgefallen, dass er von der Stufe 1 bis 3, also Stufe Super Saiyan, Super Saiyan 2 und Super Saiyan 3, wirklich sehr gut in einem Team, in einem Super Saiyan 3 Kategorie-Team gut aufgehoben ist. Ab Godku und Goku Blue ist er wirklich in Realm of Gods gut aufgehoben. Deswegen würde ich bei Goku sagen, vorsichtig erstmal schon mal vorweg, er ist in Realm of Gods und Super Saiyan 3 mehr oder weniger gleich gut aufgehoben. Ja, bei Freezer kann ich auf jeden Fall sagen, in Movie Bosses ist er echt spicy. Aber fangen wir mal an mit den Teams. Ja, wie gesagt, gucken wir uns erstmal das Team selbst an. Leader Skill von Goku. Gucken wir jetzt mal quasi, wir filtern auf jeden Fall die Liste erstmal nach Super Class Verbündeten, weil nur diese bekommen den Leader Skill. Am Anfang ganz easy, klatschen wir erstmal unsere besten Charaktere rein. Alright, rein damit. Wenn wir das mal so ganz kurz oder spontan machen dürfen, dann würde das vielleicht schon mal so aussehen. Und das Team bei den Super-Types, das funktioniert auf jeden Fall.
Das funktioniert auf jeden Fall, weil die Super-Type-Verbündeten haben halt wirklich, oder die Saiyajins an sich haben gute Link-Skills, die für Ki sorgen, vor allem Auswahl eben Prepared for Battle. Und in der Stufe hat die jeder Prepared for Battle. Und deswegen sind wir auf jeden Fall gut gedeckt. Außer hat Mighty Mass Prepared for Battle? Nope, außer Mighty Mass. Aber Mighty Mass hat dahingegen Shock and Speed und den kann man zum Beispiel gut aufbewahren mit Trunks, der hat auch Shock and Speed oder LR Gohan. Aber das ist ja krass, erstmal eine Stufe 1. Ihr nehmt eure besten Charaktere und klatscht hier rein. Okay, wir wollen aber das Ganze ein bisschen vertiefen, Freunde. Und da wollen wir jetzt natürlich, wie beim Freezer-Video, Stufe 2 und quasi Stufe 3 dann einsetzen, mehr oder weniger. Nämlich, wir gucken jetzt erstmal nach Rotationen. Nun, wir halten den Goku in einer Rotation, wie gesagt, mit LR Gogeta. LR Gogeta ist der beste Linking-Partner für ihn auf Global, auf JP auch, aber auf JP gibt es auch Future Gohan. Der hat halt mit ihm auch 6 Link-Skills. Jedoch finde ich da die Links-Skills von LR Gogeta ein bisschen besser, denn er hat mit ihm Kamehameha, Golden Warrior, Super Saiyan, Experience Fighters, Prepare for Battle und Fierce Battle. Also 6 aus 7 Link-Skills. Und deswegen haltet ihr, bzw. könnt ihr auf jeden Fall Super Saiyan Goku mit LR Gogeta in der Rotation halten. Und by the way, Freunde, ich weiß nicht, jeder hat LR Gogeta, aber mir geht es quasi in dem Teambuild-Guide darum, euch verständlich zu machen, wie man Teams baut, eben mit den Rotationen und so und so fort, damit ihr euch auf eure eigene Charakterliste anwenden könnt. Also erste Rotation, guckt ihr erstmal leer, wer linkt sich gut mit Goku, weil Goku ist in seinem Team, wir wollen ihn in einer Rotation halten. An der Stelle wäre es LR Gogeta. Okay, dann guckt ihr mal die zweite Rotation an. Wer linkt sich noch gut, zum Beispiel LR Vegito und Gohan, die linken sich auch solide an der Stelle. Die könnt ihr reinpacken. Okay, dann als individuell starken Charakter könnt ihr vielleicht noch mit reinnehmen. LR Trunks, warum nicht? Rein mit ihm. Und als Supporter würde ich dann dennoch hier reinnehmen ins Team. Ihr könnt natürlich auch einen anderen LR reinklatschen. Warum habe ich jetzt zum Beispiel nicht für Mighty Mass entschieden? Weil alle Karten, die hier sitzen, haben den Links in Super Saiyan. Und das macht schon was aus, in 10%. Also verzichten wir mal vorerst auf Mighty Mass und tun mal einen Supporter rein. Vielleicht LR Great Saiyan, warum nicht? Da gibt es Superclass mit einem Key plus 4 zum Beispiel. Und natürlich mehr, aber diese Key plus 4 in diesem Team sind echt spicy. Vor allem, weil Goku ab zwei gewissen Stufen, den werden die Links jetzt fehlen. So könnte zum Beispiel ein Team aussehen, Freunde. Was habe ich gemacht? Ich habe meine besten Charaktere rausgesucht, da 2 Rotationen gebildet. Ein Duo mit Super Saiyan Goku mit LR Gogeta, das andere mit LR Vegito, LR Gohan. Einen individuell starken Charakter mit reingenommen als Rotationscharakter, LR Trunks. Und als andere Rotationscharakter den Support LR Great Saiyan. Natürlich könnt ihr außerhalb von Trunks, also den anderen Rotationscharakter, auch einen Support erwähnen, je nachdem, wie ihr das handhaben wollt. Zum Beispiel den Dude hier. Okay, heißt für euch, ihr guckt erstmal selbst euer Charakter her, Leute, welche Charaktere sind bei euch die besten für die Superclass-Verbündeten und dann wählt ihr euer Team. Wichtig ist hierbei, ihr wählt quasi eine Rotation, zweite Rotation. Zum Beispiel, wenn ich hier quasi keine LRs mir zur Verfügung stelle, dann könnte ich zum Beispiel hier Goku zusammenhalten mit Kalk und Goku Blue, warum nicht? Wobei ich Kalk und Blue als einen Rotationscharakter setzen würde, warum habe ich ihn dennoch gewählt? Weil er hat quasi alle. Jetzt habe ich. Okay, wenn ich hier kurz einen Cut davon mache, jetzt habe ich vorhin gesagt, der neue Goku, bei denen sind die Link-Skills, zum Beispiel, dass er Prepare for Battle verliert, die sind nicht so konsistent wie bei Freezer. Es gibt aber 2 Charaktere, die quasi overall durch seine ganzen Transformationen gute Link-Skills mit ihm mitnehmen, beziehungsweise die wichtigsten. Und das ist zum einen Kalk und Goku Blue, der hat immer Prepare for Battle, der hat Over the Flash, der hat Shocking Speed, der hat Warrior Gods. Godly Power sollte er nicht haben. Richtig. Und auf der anderen Stelle wäre das Ui Goku, denn Ui Goku hat auch Prepare for Battle, Over the Flash und dann in der Endstufe Godly Power. Selbes gilt auch für den Godku und nicht den Strength Godku. Warum den Godku? Weil der hat dann noch Kamehameha, Shocking Speed, Over the Flash. Natürlich erweckt ihn am besten, hat auch noch Fierce Battle und Super Saiyan. Also die 3 Units linken sich echt solide mit Goku. Heißt, wenn ihr quasi ein Team haben wollt, wo Goku overall durch seine ganzen Transformationen Konsistenz gedeckt wird, dann wären so die 3 Charaktere wirklich empfehlenswert. Ansonsten guckt ihr, wie gesagt, Freunde, nehmen wir mal an, wir machen das jetzt so, nehmen wir mal an, ihr wollt es so haben, dann haltet ihr zum Beispiel den Goku mit Ui Goku in eine Rotation und euren Friend Goku mit Godku in eine Rotation und in der anderen könnt ihr natürlich zum Beispiel noch einen individuell starken Charakter mit reinnehmen, einen Supporter und ich denke, ihr habt quasi hier das Grundverständnis verstanden, von dem quasi das hier hergeht, euch auf jeden Fall erstmal festsetzt, eure besten Charaktere raussucht, für den Leader Skill, um den es sich dreht und das ist hier Superclass Verbündete, dann bildet ihr eine Rotation, die zweite Rotation, halt, ja, je nachdem, mit zwei Charakteren bilden ein Duo, hier haben wir quasi zum Beispiel, wie gesagt, Super Saiyan Goku, Ui Goku und den Friend können wir auch mitnehmen, wenn nicht, könnt ihr zum Beispiel Kalk Goku Blue mitspielen mit Godku und. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Haben dann noch 2 Rotationscharaktere. Aber da kommt es natürlich auf eure Charakterliste selbst an, Freunde. Mir war es hier quasi nur wichtig, dass ihr versteht, wie man diese Teams bildet, um den Leader Skill vom neuen Goku herum. Wir bauen uns gleich noch ein Team, wie ich denn ein Team um Goku bauen würde. Gucken wir uns aber mal ihn als Sub-Leader an. Er ist nämlich in der Kategorie vertreten Super Saiyan 3 und Dream of Gods. Wenn ihr keinen Super Saiyan 3 Bardock habt zum Beispiel oder Ui Goku als Dream of Gods Leader, könnt ihr ihn als euren Leader nehmen.
Und als Friend dann je nachdem Super Saiyan 3 Bardock oder Ultra Instinct Goku. Wie sieht das Ganze aus? Zum Beispiel, ich habe ja selbst Super Saiyan 3 Bardock nicht, also gehe ich her, filter meine Charaktere nach Super Class. Ganz wichtig, warum würde ich das so lassen und dann die Super Saiyan 3 Kategorie wählen, dann würde mir das anzeigen, es gibt noch Extreme Super Saiyan 3 Broly. Wenn ich Broly in das Team zum Beispiel nehme, weil wir nehmen ja Goku als Ersatzleader für den Super Saiyan 3 Kategorie Leader, dann würde aber Broly nur den Leader Skill vom Friend bekommen, von Super Saiyan 3 Bardock und nicht von Goku, weil er ein Extreme Type ist. Deswegen filtert das, wenn ihr ihn als Ersatzleader nutzt, in Super Class und dann Super Saiyan 3. Wie würde zum Beispiel Super Saiyan 3 aussehen? Ich habe Goku als Ersatzleader und das finde ich an den beiden Jungs richtig geil, dass man sie wirklich als gute Ersatzleader setzen kann, weil sie keine Einschränkung haben. Das finde ich echt cool. Und dann können wir zum Beispiel reinsetzen, physisch Gotenks, die zwei Gokus hier, die sich schön anschauen, ein Tank und ein Supporter zum Beispiel. So könnte mein Super Saiyan 3 Team aussehen mit dem Ersatzleader Goku. Selbes gilt für Realm of Gods. Ihr könnt ihr quasi Realm of Gods setzen, auf Super Class lassen. weil wir quasi Ui Goku als Ersatzleader haben. Jetzt habe ich leider Confirm gedrückt, wenn ich mal ganz kurz wieder reinhoppen darf und zwar die hier löschen. Und dann könnt ihr zum Beispiel euer Realm of Gods Team bauen mit dem Goku. Wenn ich das mal einfach spontan hier durchklicken darf, was zum Beispiel so aussehen könnte, ja. Das so viel zu den Ersatzleader, wie gesagt, damit passt ihr bitte auf mit der Wahl, mit der ihr trifft, wie ihr eure Charaktere quasi filtert. Da müsst ihr quasi aufpassen, dass ihr auch Super Class verbündet habt, je nachdem, ob ihr Super Saiyan 3 als Friend nimmt und Super Saiyan 3 Team spielen wollt mit ihm als Ersatzleader oder ihm, of course. Kommen wir aber zu Super Saiyan 3. Wie könnte denn Goku in einem Super Saiyan 3 Team aussehen? Wir nehmen jetzt mal an, das ist der Int Super Saiyan 3 Bardock. Da gibt es auch Super Saiyan 3 Kategorie, ein Boost, aber Int Super Saiyan 3 Bardock ist der bessere. Hätte ich Int Super Saiyan 3 Bardock und will Goku in einem Super Saiyan 3 Team spielen, wie würde das aussehen? Na, wie dem Schema wie gerade eben. Das Geile ist aber hier, Freunde, was ich gesagt habe, wo ich finde, ist, wo Goku gut aufgehoben ist, von seiner ersten Stufe bis zur dritten Stufe und im Durchschnitt bewegen wir uns ja in dem Zeitraum, in den Transformationsstufen, ist er, finde ich, in dem Super Saiyan 3 Team sehr gut aufgehoben. Warum? Wegen Super Saiyan 3 Bardock Int. Ich habe ihn jetzt leider nicht, aber warum? Denn Super Saiyan 3 Bardock Int, wir können mal den betrachten, die haben mehr oder weniger die gleichen Linkskills. Super Saiyan 3 Bardock Int hat Prepare for Battle, hat Super Saiyan, hat Experience Fighters in 10% und hat Fierce Battle. Und wenn Goku dann Prepare for Battle verliert, egal, Super Saiyan 3 Bardock hat ihn, denn dann hat er Over in the Flash und das hat Super Saiyan 3 Bardock auch. Deswegen würde ich hier euch empfehlen, wenn ihr Goku spielen wollt in Super Saiyan 3 Team und ihn in eine Rotation lassen wollt, lasst ihn mit Super Saiyan 3 Bardock bis zur Stufe 3, deckt ihn auf jeden Fall gut. Darüber hinaus natürlich auch, denn darüber hinaus, hat er dann quasi, ja, Over the Flash immer noch, deswegen passt das ja an der Stelle. Aber im Schnitt, wo ich so sagen kann, da wird es ja, worauf ich hinaus will, Freunde, ist, dass er im Endeffekt, wie ich darauf hinaus, das werdet ihr gleich merken, dass er in dem Super Saiyan 3 Team in der Stufe 1 bis 3, Super Saiyan 1, 2, 3, in dem Super Saiyan 3 Team gut aufgehoben ist und ab Godku, beziehungsweise ab Super Saiyan 3, Godku und Goku Blue, ist in Realm of Gods echt gut aufgehoben. Vor allem ab Godku und Goku Blue, weil er dann Godly Power in Realm of Gods vertreten ist und Warrior Gods. Und das ist hier in Super Saiyan 3 zum Beispiel nicht vertreten. Aber ja, genau, dann, wie könnte ein Super Saiyan 3 Team aussehen? Zum Beispiel einfach so, Freunde, ihr klatscht eure Charaktere rein, wie gerade eben. Und gut ist, wenn man ihn in der Kategorie spielt. Also ja, dann kommen wir zu den Realm of Gods. Wie gesagt, Realm of Gods könnt ihr auch spielen. Ich würde euch eigentlich empfehlen, ihn bei Realm of Gods mit Ui Goku in der Rotation zu lassen. Ihr könnt ihn auch mit Kalten Goku Blue lassen. Oder zum Beispiel mit Godku, mit einem der Godkus. Aber Ui Goku ist da stärker als die zwei Charaktere, die ich genannt habe. Ihr könntet es eigentlich auch mit physisch wie die Tubu lassen. Der hat Prepare for Battle, Fierce Battle. Leider kein Warrior Gods, also je nachdem der Endstufe, aber zu den Transformationsstufen, bis er sich hinbewegt, deckt er gute Links mit ihnen, das ist Prepare for Battle, Super Saiyan Fierce Battle. Bei LR Vegito Blue fehlt Fierce Battle, könnt ihr auch spielen. Bei Tech Vegito Blue, dem fehlt Prepare for Battle, der bekommt aber dann Over in a Flash. Also ja, physisch Vegito Blue hat das schon Over in a Flash zum Beispiel, deswegen ist es eigentlich auch solide mit Goku in einer Rotation zu halten. Ihr könnt natürlich aber auch dennoch Tech Vegito Blue mit reinnehmen und dann, das finde ich so ein bisschen eine geile Spielerei bei Goku. Je nachdem, ihr könnt dann quasi auch diese Rotationen, die wir fest haben, brechen. Was meine ich damit? Zum Beispiel lässt ihr ihn von der Stufe Super Saiyan 1 und 2 und Super Saiyan 3 zum Beispiel mit physisch Vegito Blue, der hat Prepare for Battle, Over the Flash, Super Saiyan 4 Spell oder mit Ui Goku und ab der Stufe, in dem er zu Godku wird, wenn es dazu kommt oder zu Goku Blue, bringt ihr den in die Rotation rein,
mit zum Beispiel AGL Godku oder Ui Goku, weil die geben ihm zusätzlich noch Godly Power und Warrior Gods. Versteht ihr, was ich meine? Also das finde ich geil an ihnen, dass man so eine Spielerei hat. Und natürlich könnt ihr auch hier, ich habe das, weil wir in den Kategorie-Team uns bewegen, müsst ihr quasi nicht unbedingt nur Superclass nutzen. Das ist nur, wenn ihr ihn als Ersatzleader nutzt, weil hier spielen wir ihn in seiner Kategorie und da bekommt sowohl Superclass und Extreme Class den Leader-Skill, sofern sie in der Kategorie sind. Gilt auch für Super Saiyan 3 Kategorie, was wir uns vorhin angesehen haben. Da könnt ihr natürlich auch zum Beispiel Rosé und Ding reinklatschen, ja. Da habt ihr zum Beispiel eine Rotation mit Rosé und Ella Goku Black und die andere könnt ihr dann zum Beispiel lassen, wenn ich das so machen darf, beispielsweise, wie gesagt, Ui Goku mit Super Saiyan Goku lässt sie und sobald er Over eine Flash bekommt, holt ihr Tech Vegeta Blue und lässt Goku mit Tech Vegeta Blue in der Rotation, weil der hat auch Warrior Gods, bekommt er dazu, wenn er zu Godku wird, beziehungsweise wenn, ja, Goku zu Gott wird, Warrior Gods hat Tech Vegeta Blue, das meinte ich, und dann könnt ihr zum Beispiel noch einen Support reinklatschen oder irgendeinen individuellen Charakter, den ihr da haben wollt, im Prinzip, ja, Freunde, wie gesagt, das finde ich cool an Goku, diese Spielerei. Bei Freeza ist es konsistent, da könnt ihr ein Team packen, da ist es sehr gut aufgehoben mit den ganzen Link-Skills. Bei Goku könnt, ja, ist eine nette Spielerei. Okay, wenn ich so drüber nachdenke, dann können wir die Rotation brechen und neue bilden und so. Ist auch eine coole Spielerei, will ich mal sagen. Aber wie würde jetzt mein Team aussehen um Goku? Bei Freeza haben wir einen Freeza-Clan gebaut, dann bauen wir bei Goku uns mal ein Son Goku-Team, nämlich ein, ich sag mal, Transformationsteam, aber à la 0815, so Hartz-IV-Transformationsteam. Wir tun einfach seine Transformation nachbilden, nämlich wir holen Goku ist Super Saiyan, okay? Dann holen wir mal Super Saiyan 2 rein, Goku rein. Wo haben wir einen? Und zwar haben wir eigentlich einen Supporter Goku hier. Der gibt hier plus 3, wenn die HP 99% und drunter sind. Dann haben wir Super Saiyan 3 Goku drinnen als seine Transformation. Wir bauen das einfach so nach, was soll ich euch sagen? Mir fällt da nichts ein zu Goku hier. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr so zu Goku aufbaut, wie ihr Goku aufbaut. ob ihr quasi so Vater-Sohn-Team macht oder Goku-Only oder. Ihr seht, man hat da sehr viel Auswahl und mit den Teams geht auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und dann holen wir hier noch quasi Kaioken Goku Blue mit ins Boot. Wo ist der Dude? Und natürlich Ui Goku zum Schluss. Dann bauen wir quasi... Ja, okay, Ui Goku gehört nicht zur Transformation, aber wir setzen einen drauf. Wir tun einfach so denken, ja, das ist halt der Dream, wenn er quasi zu Ui Goku wäre. Also, wenn er die Chance hätte, sich zu Ui Goku zu transformieren mit der Transformation, dann könnt ihr da so ein Abklatsch davon Team so aussehen. Anyway, dann nehmen wir einfach mal das Team und gehen das Ehren von Freeza und schauen uns mal an, was die Jungs da drauf haben. Okay, dann sind wir bei unserem Boy Freezy Pop mit dem Team, das wir uns zur Verfügung gestellt haben oder zusammengestellt haben. Wie gesagt, zusammenfassend ist echt, die beiden Jungs sollte man nicht runterreden. Die sind echt solide und liefern das, was sie tun sollen, auf jeden Fall in ihren Teams. Bei Freeza ist es, wie gesagt, so, wegen seinen Links ist er wirklich konsistent in jeder Form in den Teams, in der vertreten ist, haben wir uns vorhin angesehen. Bei Goku, er fehlt ab und zu, beziehungsweise bei Goku, sag ich mal so, da muss man die Rotation oder das Team um ihn schon bauen, um seine Transformation herum. Ich würde aber nichts als Nachteil betrachten. Ich würde nicht sagen, dass Goku deswegen schlecht ist oder so. Im Gegenteil, Freunde, die beiden Charaktere sind wirklich mehr oder weniger gleich. Zwecks Angriff, Zwecks Transformation, also Ulti, Zwecks Stats. Sie haben sehr hohe Stats, die man nicht unterschätzen sollte. Und ja, Zwecks Pets etc. Aber Freeza würde ich einen kleinen Vorteil geben, dennoch wegen den Link-Skills, weil sie konsistent sind in allen Teams, in denen er vertreten ist. Freeza, wie gesagt, würde ich sagen, ist am besten aufgehoben. Na, Moment, wir machen das Ganze. Ist am besten aufgehoben in seinem, in dem Movie-Boss-Team und Goku. Ja, bei Goku ist so, ich weiß nicht, wie findet ihr das? Weil, natürlich. Funktionieren sie auch in ihrem eigenen Team, das haben wir gesehen, wenn ihr sie als Leader nehmt. Aber falls ihr euch fragt, in welcher Kategorie sind sie am besten aufgehoben, bei Freeza würde ich ganz klar sagen, Movie Boss ist wegen der Synergie. Und bei Goku, es soll nicht heißen, dass bei Reserve Warrior schlecht ist, sondern auch, aber wenn ihr wissen wollt, wo er am besten aufgehoben ist, meiner Meinung nach würde ich sagen, Movie Boss ist. Bei Goku würde ich, um ehrlich zu sein, sagen, finde ich, ob Super Saiyan 3 oder, Realm of Gods ist mehr oder weniger gleich, finde ich. Denn bei Super Saiyan 3 ist er von 1 bis 3 sehr gut aufgehoben. Darüber hinaus auch gut, aber dann fehlen ihm Warrior Gods, Godly Power und so weiter und so fort. Die bekommt er halt bei Realm of Gods und bei Realm of Gods genau andersrum. Von 1 bis 3 ist er gut aufgehoben, aber die Stufe drauf, also bei Godku und Goku Blue, wird er dann besser quasi. Oh, wir haben eine Double Transformation und deswegen würde ich sagen, bei Goku könnt ihr ein Team spielen, auf die ihr Bock habt. Sei es Realm of Gods oder also Kategorie-Team oder Super Saiyan 3 oder ihn als Eigenleader nehmen. Und auf JP sind beide in Full Power drinnen, aber zu Full Power bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, weil wir uns auf Global bewegen und Full Power könnten sich dann noch quasi ändern, bis wir das auf Global haben etc. Aber Full Power an sich funktioniert ähnlich so von dem Teambild her. Ja. Ihr guckt eure Teams an, bildet zwei Rotationen, zwei Rotationscharaktere und dann seid ihr auf jeden Fall gut gedeckt, Freunde. Genau.
Und ihr seht ja auch schon, das Team funktioniert auf jeden Fall solide. Wir haben zwar mit vielen Charakteren Typen Nachteil, aber macht nichts. Und das Gute ist, dass jetzt so ein Supporter-Goku mit dabei ist, der gibt halt Key plus 3. Da müsst ihr es eigentlich um die Charaktere oder um die Key keine Sorgen machen von dem Goku. Aber an sich, wirklich die wichtige Message hier, wo ich mich auch korrigieren muss, beziehungsweise was ich nicht vor Augen hatte, war auf Blatt Papier von den Leaks, sage ich mal so, da waren sie schon ein bisschen underwhelming wegen Passive etc. Nur 120%, wo man 9 Runden warten muss, aber wenn wir uns das Ganze ansehen in der Praxis, eben weil so vielfältige Teams in vielen Teams vertreten sind, in guten Kategorien, kann man echt mit ihnen sehr Gutes anfangen. Und ja, ich finde vor allem das geil, dass sie immer transformieren. Und das ist dann quasi, also ich weiß, ich steige mich ab und zu sehr rein. Zum Beispiel jetzt, wenn er oben eine Flash ist, sage ich, oh, der verliert. Ultralenz Goku auch, korrekt. Dann sage ich, oh, der fehlt Prepare for Battle und ich mache mir da voll Sorgen. Und dann tue ich so, dass so die Rotation um ihn herumdrehen und so und so fort. Aber hey, genau das macht es halt für mich auch aus und so habe ich halt Bock am Spiel. Deswegen sind aber berechtigte Sachen, Freunde. Zum Beispiel hier haben wir das Team um ihn herum gebaut, sodass er durch die ganzen Transformationen, die er hat, auch gut gedeckt ist mit Link-Skills. Und das ist hier der Fall. Er hat jetzt Prepare for Battle verloren, aber wie gesagt, Ultralenz Goku hat Over the Flash und Kaioken Goku genauso. Genau. Ja. Und apropos wegen den Lags, Freunde, ihr merkt, es lag noch immer noch ein bisschen. Wird sich die Tage ändern auf jeden Fall. Mein Adapter ist unterwegs, mein HDMI-Adapter. Oh, jetzt wollte ich eigentlich gucken. Komm schon. Ah, jetzt. Wollten wir eigentlich gucken, wie viel Damage hier unser Goku hat. Okay, der hat es noch überlebt. Goku kommt auf, wir sind jetzt Super Saiyan 3 Stufe. 1,1 Millionen. Okay, nice. Aber ihr merkt schon, Goku bzw. Freezer hat den besseren Vorteil eben, weil er bessere Support-Charaktere in seinen Teams hat. Sei es in Metal Cooler, sei es Thales. Bei Goku fehlen halt so ein, zwei wichtige Support-Charaktere. Aber das ist geil jetzt zum Beispiel. Die zwei Super Saiyan 3 Goku könnt ihr zusammen linken, weil der eine entstand aus einer Transformation, der andere nicht. Und deswegen linken die sich. Und das ist auf jeden Fall solide hier. Das ist auch so, dass man das machen kann, ist einfach geil. Aber der andere Goku zum Beispiel sollte jetzt, ich habe jetzt den Gotgo rausrotiert. Der andere Goku sollte zu Gotgo awaken, wenn der hier das überlebt. Und dann sorgt Goku dafür quasi, dass er noch Warrior Gods hinzukommt. Von Godly Power bekommt er schon von Ultra Instinct Goku. Deswegen, ja, ihr merkt es schon. So, die wirklich, falls ihr euch fragt, welche Partner sind für Goku gut, die ihn overall so über seine ganze Transformation führen, dann ist es quasi, wie genannt, Goku. Wobei ich dann den AGL wählen würde, weil er sich besser linkt mit einem Linksel, glaube ich. Und das ist Kamehameha. Oh, die Transformation ist so geil. Aber ansonsten, wie gesagt, Ultra Instinct Goku und Super Saiyan 3 Bardock. Auf jeden Fall. So, nice. Jetzt hat er durch Goku noch Godly Power aktiviert. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Okay. Eigentlich hätte ich den Goku in die Mitte stellen sollen. Weil dann hätte er noch Super Saiyan bekommen von dem anderen Goku. Dann hätten wir einen besseren Damage Output am Radar. Habe jetzt leider vergessen, aber ja, das dürft ihr nicht vergessen. Und Trenzi Goku hat keinen Super Saiyan. Dafür nimmt er halt Godly Power mit. Und der geht ja an der Stelle auch zu Goku Form. Und wir haben ihn gelinkt mit. Perfekt, Kaioken Goku Blue, wenn ich reden könnte, warum? Denk Kaioken Goku Blue, wir haben hier keinen Godly Power, aber haben jetzt dafür Warrior Gods, okay. Ihr merkt schon, also in der Rotation vorhin hätten wir es eigentlich richtig machen können, wo wir quasi sehr viele Links von ihnen getriggert hätten können, aber da habe ich es dann verpatzt, euer Boy Osaru, den in die Mitte zu stellen. Ansonsten, Freunde, ja, nee, ich will mich nicht so früh verabschieden, weil wir haben einen Typen-Nachteil. Ich glaube, der sollte es auf jeden Fall noch überleben. Da werde ich schutzig, Alter. Und das tut mir auch wirklich leid, dass es so laggt. Aber ja, eigentlich habe ich es immer auf dem Nox-Player. Jetzt habe ich es auf mein Handy transfert gehabt. Aber wie gesagt, die Tage kommt die Notlösung, beziehungsweise die Lösung dazu. Verzeiht mir das, Freunde. Es ist echt nervig, aber ja. Sorry. Gummene. Sorry. Okay. Ja. Wollen wir ihn bitte irgendwann mal besiegen? Jetzt habe ich gar nicht geguckt, hat unser Gott geschlagen. Oh, okay. Okay, wir kommen tatsächlich zu Goku Blue Transformation. Oh mein Gott. Ja, und die Rotation ist Eskalation. Weil hier hat er alles getriggert. Hier sind alle Link-Skills getriggert. Und er macht 100%. Also, was heißt alle? Alle nicht. Was ist denn alles hier getriggert? Wir haben hier. Oder haben wir alle getriggert? Godly Power getriggert von Ui Goku. Warrior Gods von Goku. Super Saiyan von Goku. Shocking Speed von Goku. Okay, All in the Family ist nicht getriggert. Aber Sex Damage Output ist ja das getriggert, was getriggert sein. Ah! Hätten wir einen Dokkan-Mode, wäre es viel geiler ausgefallen. Aber Goku soll. Er tut jetzt zu 100% Kritten, heißt. Also nicht der Goku, sondern der Goku Blue. Er wird auf jeden Fall Freezer zur Seite klatschen, Freunde. Soviel zu dem Teambild-Aspekt zu unserem Boy Goku. Jetzt lassen wir mal Goku angreifen, damit wir uns verabschieden können.
Der hat jetzt, guck mal, 1,6 Millionen Angriff. Korrekt, korrekt. Ohne Dupe. Ohne Dupe hat der. Und dann will ich mich quasi verabschieden von euch. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Teammit-Aspekt zu ihm. Und lasst euch davon nicht irritieren, weil der macht ja viel mehr Schaden gegen ihn. Aber dennoch, dass wir auf die letzte Stufe gekommen sind. Ich hoffe, ihr könnt quasi vieles mitnehmen in Sachen Goku in seinen Teams. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.